kannst du hier deine Beichte ablegen, vermute ich mal, dass du hier dich reinsetzen konntest. Genau, alles aus Holz konntest du hier reinsetzen, Vorhang zuziehen und dann konntest du hier deine Beichte ablegen. Ja, und warum da so ein riesen Loch ist, weiß ich auch nicht, wo das hinführt. Das geht auf jeden Fall ziemlich weit runter da, so viel kann ich sagen. Soll ich mal die Glocke machen? Nee, ne? Nein, nein. Kriegst du einen Dreh, wo macht man denn ja nicht Licht aus? Das heißt, ich würde jetzt quasi so stehen wie der Pastor und habe auf das Volk gesprochen. Ich vermute mal, dass das ein unterirdischer Gang ist. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gottesdienst am... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier gerade in einer verlassenen Kirche, irgendwo in Belgien. Der Ort bleibt natürlich wie immer auch geheim. Ich bin heute unterwegs zusammen mit Urbexperience, der hinter der Kamera sitzt. Ich würde sagen, bleibt einfach dran und viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich muss hier jetzt drin generell ein bisschen ruhiger sprechen, weil wir uns ziemlich nah an einer, ja nicht Hauptstraße, aber ziemlich viel befahrenen Straße befinden. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier den ersten Raum an. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier sein soll. Hier sind auf jeden Fall verschiedene Puppen auf den kleinen Sitzen abgestellt worden. Was das soll, ob das hier im Nachhinein einfach gemacht wurde von anderen Urbexern eventuell, oder ob das irgendwie wirklich von der Kirche, von dem Verein vielleicht hier, von der Kirchengemeinde hier aufgebaut wurde, ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die nächsten Räumlichkeiten an. Ja, hier haben wir noch einen so einen ganz alten Fernseher. Ich denke mal, der stammt auch schon aus einer ja, früheren Zeit. Der sieht nämlich schon ziemlich alt aus, da haben wir noch so eine ganz alte Antenne dran. So, jetzt kommen wir in die ganz große, ja in die Kirche, in den Hauptraum der Kirche. Man sieht hier, das Licht da oben funktioniert noch. Ich denke mal, dass hier tatsächlich schon einige Sachen zusammengestellt worden sind, wie es aussieht. Denn hier haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, ganz viele Tische jedenfalls. Hier stehen schon alte Pinnwände, die wahrscheinlich mal draußen vor dem Eingang in diesen extra ja, Täfelchen dafür hingen. Das ist dieser Raum, wo ich eben mein Intro gedreht habe, wo diese Puppen auf diesem kleinen Stuhl sitzen. Und hier, Leute, guckt euch das an. Das ist ein ganz alter, ja, so eine, kannst du hier deine Beichte ablegen, vermute ich mal, dass du hier dich reinsetzen konntest. Genau, alles aus Holz konntest du hier reinsetzen, Vorhang zuziehen und dann konntest du hier deine Beichte ablegen. Hier konnten dann Sachen wahrscheinlich auch drinnen gelagert werden in diesem Schrank. Wie gesagt, rechte Seite die Beichte, der Beichtstuhl. Hier konnte man Sachen lagern und ich vermute mal, dass hier links ebenfalls ein ja, Beichtstuhl ist. Sehen wir ja hier. Hier wurden auch schon Stühle zusammengestellt und hier denke ich mal, das wird das Taufbecken gewesen sein, so wie es aussieht. Könnte sein. Hört sich auf jeden Fall, ja, was ist denn das für ein, ist das Porzellan, Keramik oder sowas? Auf jeden Fall sehr, sehr gut erhalten, das Ganze. Hier vorne sind schon einige Stühle zusammengestellt worden. Ich denke mal, dass die Stühle dann hier in diesem Raum gestanden haben oder eben auch als ja, Kirchensitzplatz genutzt worden sind, wenn Gottesdienst war zum Beispiel, dass man dann hier diese Stühle hatte, sich dann da hinsetzen konnte und dann vorne dem Pastor eben zuhören konnte und ja, hier gebetet hat und den ganzen Rest gemacht hat. Und hier stehen tatsächlich auch schon diese Plakatwände, was ich eben schon mal erzählt hatte, dass die dann wahrscheinlich vorne im Eingangsbereich standen, sodass sich die Leute dann eben kurz informieren konnten, was als nächstes ansteht. Was haben wir denn hier? Zum Beispiel irgendwie Kleidersammlung oder sowas, vermute ich jetzt einfach mal. Dann diese ganz normalen, ich sag mal, Gottesmalereien oder sowas. Ich kenne mich damit auch ehrlich gesagt nicht ganz so gut aus, muss ich gestehen, denn ich bin kein Kirchengänger. Wir müssen hier auch ein bisschen vorsichtig sein, weil hier diverse Löcher im Boden sind mit irgendeinem unterirdischen Gang oder sowas, haben wir jetzt gesehen. Ich zeige euch das gleich mal ganz kurz, was ich da meine. So ein Sieb hätte ich fast gesagt. Hier steht ein Stuhl drin, dass man dann wahrscheinlich runtersteigen konnte. Und dann ist da ein ganz, ganz langer Gang. Also ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, was da unten gemacht wurde. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wofür dieses Loch da ist. Und weiß nicht, normalerweise liegt da ja hier ein Teppich drüber. Das heißt, der Teppich, der geht ja normalerweise komplett bis da hinten lang. Ja, und warum das jetzt hier offen ist, also das würde ich gerne mal wissen. Oder wenn ihr wisst, wofür dieses Loch ist, wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Hier haben sie dann also mal die Kerzen hingestellt, dass sie dann auch richtig halten und nicht einfach umfallen. Und haben die Kerzen dann wahrscheinlich auch angezündet. Und was da steht, Leute, das kann ich nun wirklich nicht so gut lesen. Eventuell übersetze ich das mal. Und hier ist wahrscheinlich dann der ganze Kerzenwachs reingetropft, dass das nicht eben auf den Boden getropft ist, sondern eben da in diese Schale rein. Ist das hier so eine Kollekte, wo man Geld reinstecken konnte, wenn man die Kirche verlassen hat? Sieht für mich ziemlich so aus, weil hier ist so ein Schlitz für zum Beispiel Münzen oder eben einen Schein. Und dann konnten die Leute hier, ich sag mal, die Kirchen, ja, Kirchenvorstand konnte dann wahrscheinlich mit dem Schlüssel aufschließen und das ganze Geld dann rausholen. Ja Leute, hier haben wir jetzt eine Gruft. Ich habe davon nun wirklich nicht ganz so viel Ahnung, muss ich gestehen.
wie gesagt, ich bin kein Kirchengänger und ich habe mich damit jetzt auch nie so ganz auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob man denn hier auch seine Beichte ablegen konnte oder sowas. Was steht hier unten? Grote fut erige a la memorie de... Ja, gut, okay. Ich kann kein Französisch. Hier liegen auf jeden Fall ganz viele Papierschnipselchen und ganz alte Blumen stehen hier auf dieser Vormauerung. Das ist aber gar kein richtiger Stein, das ist irgendwie Kunststoff oder sowas, wie sich das anfühlt. Ja, und warum da so ein riesen Loch ist, weiß ich auch nicht, wo das hinführt. Das geht auf jeden Fall ziemlich weit runter da, so viel kann ich sagen. Und das Ganze, was ist für mich ein bisschen fragwürdig ist, man konnte das Ganze hier zumachen. Das heißt, das war so eine Tür, die eben zugemacht werden konnte. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob man da seine Beichte ablegen konnte oder sowas. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung von. Da müsste ich dann auf euch hoffen, dass ihr was in die Kommentare schreibt. Hier ist so ein ganz altes Pastoren... was ist denn das, ein Pastoren? Eventuell hier, was immer am Anfang vorgetragen wurde wahrscheinlich, kann ich aber nicht lesen, weil es wie gesagt Französisch ist. Und hier wurden dann wahrscheinlich irgendwie wichtige Sachen aufbewahrt, die der Pastor vorne dann gebraucht hat. Hier haben wir ein ganz altes Rednerpult, so wie es aussieht, was dann wahrscheinlich mal da hinten auf der, ja, ist das die Bühne, nennt man das Bühne in der Kirche? Ja Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz hoch in die Orgel oder zur Orgel und ich würde sagen, da sehen wir uns auch gleich wieder. Ja Leute, wir begeben uns jetzt auf dem Weg zur Orgel. Man sieht, das ist alles ziemlich eng. Eventuell sehen wir auch die Glocken von dem Ganzen. Also Leute, hier sieht das ziemlich baufällig aus. Man sollte immer aufpassen, wo man hintritt. Ja Leute, hier wurde auch schon einiges zusammengestellt. Diverse Stühle. Da unten haben wir eben hingeguckt. Da konnte man wahrscheinlich die Beichte ablegen, was ich eben schon mal sagte. Da sind diese zwei Rednerpulte. Und jetzt guckt euch das an. Befinden wir uns unmittelbar vor der Orgel. Ja, das sieht doch wirklich imposant aus. Hier liegen noch diverse Sachen im Schrank. Hier haben wir so ein paar Unterlagen, die wahrscheinlich mal früher gebraucht wurden. Die wurden dann wahrscheinlich hier gelagert. Hier unten haben wir ganz alte, was sind das denn noch? Sind das hier diese Anschläge für die Orgel eventuell? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, schätze ich mal. Hier ist eine alte Streichholzpackung. Ja, und eben diese Unterlagen. Aber ihr seht schon, hier wurde ziemlich viel rausgezubbelt eigentlich schon. Ob sich das so gehört, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich war noch nie, glaube ich, oben in einer, oder saß noch nie oben bei einer Orgel. Ja, und auch hier, dann haben sie wahrscheinlich wirklich die Stühle, die unten standen, haben sie wirklich hier alle hochgebracht und alles hier gelagert. Ich weiß nicht, was hier mal gemacht werden soll oder was hier überhaupt noch passiert mit der Kirche. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber es sieht wirklich, wirklich sehr imposant aus. Wir gucken uns hier dahin gleich nochmal den Bereich an, wo der Pastor dann damals auch gesprochen hat. Und ich denke mal, auch da werden wir noch viele Gegenstände finden. Jo. Also Leute, nach sehr langen Treppenmarsch, ich weiß gar nicht, wieso ich immer so aus der Puste bin, haben wir es jetzt geschafft. Wir sind jetzt ganz oben angekommen in dieser Kirche. Da sind wir hochgekommen. Die Treppe, es war wirklich, ja, weil die Stufen immer so klein sind, ist man schon aus der Puste, also ich zumindest. Kondition ist nicht da. Ja, und wenn man jetzt hier mal hochguckt, da ist die Treppe. Und da sieht man dann auch die fette Glocke tatsächlich, die Kirchen, ja, Kirchenglocken, die eine Kirchenglocke. Oh, hier kommt eine Wärme raus. Soll ich mal die Glocke machen? Nee, ne? Ja, Leute, wir gehen jetzt mal wieder runter. Ja, jetzt guck mal hier, wie eng die Treppen sind. Ja, da sieht man jetzt mal ganz schön, wie eng die Treppen sind hier. Und das ist ziemlich anstrengend, da runter zu gehen. Für mich zumindest. Du kriegst einen Drehboden, ne? Was ist? Du kriegst einen Drehboden, mach mal dein helles Licht aus. Ja, ein bisschen weniger. Hier kannst du wahrscheinlich vorwärts auch gar nicht runtergehen, oder? Alter, ich muss hier, glaube ich, mal mein Stativ einfahren. Ich muss mein Stativ einfahren, Leute. Wenn es immer klappen würde. Wieso geht's jetzt nicht? Ja, Leute, hier war mal der Eingangsbereich. Hier ist man dann vorne reingekommen. Und hier standen ja auch früher diese Kollektenbecken. Bei uns zumindest in der Kirche in Bremen ist das so, dass links und rechts eben vom Eingang diese Kollektenbecken stehen und dass man dann auch eben Geld reinstecken kann, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Oder wenn man reinkommt, ich weiß gar nicht, ob das ist, ja, die stehen, glaube ich, immer zum Abschluss da. Hier stehen bei uns immer die Bibeln, also diese Bücher, diese, ja, Bibeln eben, ne? Und die konnte man damit reinnehmen und dann ist man in die Halle Gottes gekommen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was da vorne so steht. Hier ist ein kleines Podest. Ja, und hier, Leute, würde ich sagen, stehen diese oder standen ja diese Stühle, wo man dann eben seine Bibel hatte und dann dem Fahrer vorne zugehört hat, dem Pastor vorne zugehört hat. Das ist wirklich krass. Hier haben wir schon eine tote Taube drin. Und hier finden wir tatsächlich noch eine alte Bibel.
Table Generali the Matrice oder Matrix oder was auch immer. Hier sind jedenfalls ganz viele Lieder drin. Die wurden dann ja auch, oh, das stinkt. Das liegt hier auch schon auf jeden Fall ein bisschen länger. Die dann ja auch an den Seiten vorne angeschlagen worden sind. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal ganz kurz das ja, Fahrerpult an. Hier geht man dann hoch. Hier wurden dann die Reden vom Pastor gehört oder angehört. Das heißt, ich würde jetzt quasi so stehen wie der Pastor und habe auf das Volk gesprochen. Und auch hier, Leute, seht ihr wieder, das wollte ich euch ja nochmal zeigen, ein so ein Loch. Ich vermute mal, dass das ein unterirdischer Gang ist, der direkt vorne bis an den ja, Eingang da vorne führt. Hier haben wir noch einen so einen Tisch, wo früher immer, ich sag mal jetzt irgendwie Taufkränze oder was auch immer drauf lagen. Hier haben wir noch eine alte Bibel, aber ist nichts draufgeschrieben. Haben wir vorne noch was? Da haben wir, was haben wir denn hier draufstehen? Gilleborns, Leuchter, ja gut, okay, hier steht wahrscheinlich der Kirchenname drauf. Ja, sehr gut erhalten, würde ich fast sagen. Ich vermute mal wirklich, dass hier der Pastor gestanden hat. Ich bin mir da aber nicht sicher, weil normalerweise hat der Pastor ja so ein Riesenbuch und das liegt ja auf so einem ja, etwas kleineren Pult, was meistens links oder eben rechts stand. Hier sind diese Sitzplätze, wenn zum Beispiel mal, das weiß ich zum Beispiel von mir auch noch ganz gut, ich habe mich ja konfirmieren lassen. Und diese Bänke, die standen so eine Bank und da hinten stand ja auch noch eine Bank, beziehungsweise so eine Bank und noch eine Bank davor, also parallel. Das gleiche war nochmal auf der anderen Seite auch so. Und da saßen dann zum Beispiel die Konfirmanden drauf, also die Kinder, die dann konfirmiert werden sollten. Und ja, das, denke ich mal, sind die Bänke dafür auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen so ein, ja, das, was jede Kirche hat. Dieses, wo die ganzen Kerzen hier draufstehen und ja, wo die Kränze draufstehen, wo eventuell auch Trauergrüße draufstehen. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Hier haben wir jedenfalls ein altes Messer. Warum auch immer hier ein Messer liegt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal oder gleich beides. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Auto. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut bei Bevan Urbex Experience vorbei. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein.